EAFC 25 steht in den Startlöchern und wie jedes Jahr auf diesem Kanal zeigen wir euch, wie ihr das Spiel am günstigsten bekommen könnt. Starten wir direkt, ohne viel Labern, direkt rein. In diesem Video geht es um den Kauf auf der PS5. Die Videos zu den anderen Versionen findest du dann auf unserem Kanal. Starten wir zunächst mit der Ultimate Edition. Hier gibt es jetzt eigentlich erstmal nur einen Unterschied. Hast du bereits den Vorgänger EAFC 24 gespielt? Wenn ja, bist du wahrscheinlich schon ordentlich zugeballert mit Werbung, wenn du das Spiel startest oder auch schon im Menü. Hier kannst du einfach draufklicken. Ansonsten findest du das Spiel aber auch immer über den PlayStation Store. Wenn du jetzt schon den letzten EAFC-Teil gespielt hast, hast du einen Rabatt von 10% auf die Ultimate Edition, der dir hier auch schon angezeigt wird. Statt 110 Euro jetzt nur noch 99 Euro. Wenn du den Vorgänger noch nicht gespielt hast, bekommst du den Rabatt von 10% nur, wenn du ein EA Play Abo hast. Das kostet allerdings 6 Euro pro Monat, also sparst du hier nur rund 5 Euro. In meinem Fall habe ich ja EAFC 24 schon gespielt und bekomme daher die 10% Rabatt. Jetzt kommen wir zum wirklich Wichtigen. Das Spiel darfst du jetzt hier nicht einfach über PayPal oder ähnliches zahlen, sondern über PSN-Guthabenkarten. Dafür musst du, wie im Video gezeigt, die Zahlungsmethode ändern. Das ist ein bisschen versteckt. Über den Link ganz oben in unserer Videobeschreibung kommst du jetzt zu Instant Gaming. Bei Instant Gaming bekommst du nämlich alle möglichen Spiele und auch Gutscheinkarten deutlich günstiger als der Normalpreis. In diesem Fall brauchen wir ja ziemlich genau 100 Euro. Jetzt gehst du bei Instant Gaming zu den PSN-Guthabenkarten und kaufst zweimal die 50er PSN-Karte und zahlst dadurch nur 83,60 Euro statt 100 Euro. Das ist schon echt ein satter Rabatt. Bezahlen kannst du hier bei Instant Gaming mit PayPal und allen anderen gängigen Zahlungsmethoden. Wenn ihr die ganzen Extras und den Early Access nicht braucht, könnt ihr euch auch die günstigere Standard Edition holen. Hierfür müsst ihr dann auf die drei Punkte klicken und dann auf Standard Edition klicken. Diese Version kostet normalerweise 80 Euro. Mit EA Play bekommt ihr sie für 72 Euro, da ihr aber für EA Play wie gesagt 6 Euro zahlt, lohnt sich das eigentlich nicht. Aber durch EA Play könnt ihr EAFC 7 Tage schon eher spielen, allerdings mit einem Limit von 10 Stunden. Trotzdem ist das auf jeden Fall nice. Angenommen, du brauchst jetzt durch das EA Play Abo nur noch die 72 Euro. Dann kannst du dir bei Instant Gaming easy die 75 Euro Karte holen für nur 62 Euro. Auch hier kannst du dann wieder ordentlich sparen. Das war's auch schon. Nutz wie gesagt gerne den Link in der Videobeschreibung für einen satten Rabatt und gleichzeitig kannst du uns damit auch noch unterstützen. Vielen Dank dafür. Offene Fragen kannst du gerne noch in den Kommentaren stellen und wir sehen uns beim nächsten Video.